schwierig, an unbewusste Verarbeitungsprozesse ranzukommen, ohne sie zu stören. Wenn wir uns die Hirnaktivität angucken, und das Gehirn ist sicherlich der Träger allen menschlichen Denkens und Fühlens und Entscheidens und so weiter, wenn wir uns die Gehirnprozesse angucken, dann spielt das alles darin ab, die bewussten und die unbewussten Prozesse. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden in einem Hirnscanner tun, haben wir zumindest irgendeine Möglichkeit vielleicht, nachzuschauen, was das Gehirn im Hintergrund macht, welche unbewussten Verarbeitungsprozesse da ablaufen, während jemand bestimmte Entscheidungen fällt zum Beispiel. Und das ist ein Forschungsgebiet, mit dem wir uns beschäftigen. Und da haben wir eine Studie zugemacht, das ist diese einzige Studie, muss ich ganz klar sagen, die wir im Neuropolitikbereich gemacht haben, ist eine, wo wir uns gefragt haben, wie automatisch ist denn die Verarbeitung der politischen Präferenzen? Da haben wir Leute in den Scanner getan, haben ihnen eine schwierige Aufgabe gegeben, da mussten sie quasi auf so einen Punkt starren und dann mussten sie so eine Aufgabe lösen und im Hintergrund flackerten immer wieder mal Bilder von Politikern rein. Und jetzt haben wir uns gefragt, können wir aus der Hirnaktivität Aussagen oder eine Vorhersage treffen darüber, ob die Person den Politiker gut findet und ob die Person die zugehörige Partei gut findet. Wir hatten also zwei große deutsche Parteien. Dann haben wir uns Politiker gesucht, die ungefähr gleich beliebt sind von beiden Parteien, damit es jetzt nicht korreliert ist, quasi diese beiden Effekte. Und haben dann festgestellt, dass es tatsächlich zu einem gewissen Grad geht, aus der Hirnaktivität vorherzusagen, ob jemand einen Politiker gut finden wird, auf der Basis des Gesichtsausdrucks, jetzt wohlgemerkt, und ob jemand eine Partei gut findet, der Politiker zugehört. Also man kann das schon zu einem gewissen Grad dann auch in der Hirnaktivität sehen. Und dadurch, dass das immer nur so reingeblitzt wurde, quasi die Bilder, war das jetzt auch nicht was, wo die Personen bewusst darüber nachgedacht haben. Die wurden ja abgelenkt. Es war quasi so im Augenwinkel präsentiert. Und das spricht dann dafür, dass wir tatsächlich unsere politischen Präferenzen, das unterstützt das einfach, dieses Bild, was glaube ich viele von uns sowieso haben, dass das so spontane, intuitive Entscheidungen sind, die gar nicht unbedingt durch so einen rationalen Filter hindurchgehen. Und ein Thema, mit dem wir uns seit einigen Jahren beschäftigen, jetzt höre ich ja auf, das ist jetzt ein zu kurzer Abschnitt, den ich sage, ist das sogenannte Brain Reading. Das ist die Frage, ob man aus der Hirnaktivität generell irgendwas über die geistigen Prozesse einer Person in Erfahrung bringen kann. Also wenn ich jetzt eine Person im Scanner habe, kann ich irgendwas darüber rausfinden, was diese Person hier und jetzt gerade denkt. Und das geht zu einem gewissen Grad, aber wir werden sicherlich in den nächsten 50 Jahren keine Gedankenlesemaschine bauen, sodass wir einfach nur den Wähler da reintun könnten, das wäre sowieso unethisch, dass wir einfach nur den Wähler in den Scanner tun könnten und könnten jetzt auslesen, zeigen ein Bild von Politikern und dann können wir genau auslesen, warum der jetzt den Politiker mag oder nicht mag und was man jetzt tun müsste, um den zu erreichen. Sowas werden wir sicherlich im Scanner nicht sehen. Wie sind denn die politischen Reden aufgebaut? Stellen Sie überhaupt diese sinnvollen Verknüpfungen von Fakten und diesen moralischen Kontext, der dann vielleicht so im Unbewussten wahrnehmbar ist, stellen Sie die her? Und wenn ja, was machen unsere neuronalen Assoziationsketten damit? Erinnerungen, Gefühle, Einstellungen, sind die überhaupt zu beeinflussen? Da wollen wir gleich in großer Runde drüber sprechen und vorneweg möchte ich Ihnen gerne noch einen kleinen Einspieler präsentieren. Meine Damen und Herren, was kann als Grundsatz parlamentarischer Arbeit betrachtet werden? Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und das sollte man vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich aussprechen, auch die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich in jeder Weise, das kann von niemandem bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die SPD-FDP-Koalition habe da und, meine Damen und Herren, warum auch nicht. Und wo haben wir denn letzten Endes, ohne die Lage unnötig zuzuspitzen? Da, meine Genossen und meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Bitte denken Sie doch einmal an die Bildungspolitik. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir wollen einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht. Das war
Also ich persönlich habe ja ein bisschen gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass er Nonsens-Sätze macht. Okay. Also bei mir ist der Loriot in sehr vielen Seminaren zu Gast mit diesem Beispiel. Das können Sie sich vorstellen, das ist klar. Wenn Obama 2008 nach Berlin kommt und 200.000 Menschen, junge Berlinerinnen, auch zugereiste Touristen, eine große Menge von Menschen ihm zujubelt, begeistert ist und voller Hoffnung denkt, der Weltfrieden bricht aus, habe ich Bauchschmerzen, Sorgenfalten. Ich gucke mir das also mehrfach an, ich sehe, er ist charmant, ich sehe so etwas, was Sie Charisma vielleicht nennen mögen, aber ich weiß ja, wo es herkommt, ich weiß ja, wo er es gelernt hat und ich kenne die Prinzipien, ich sehe die Schulen, ich sehe sein Training, ich sehe seine Praxis. Und das sehen andere eben leider nicht und dann bin ich entsetzt und wütend und denke, na gut, das könnte man in Deutschland sicherlich auch machen, aber jetzt warten wir doch mal ab, ob ein guter Redner nicht auch ein guter Politiker sein muss, ob Versprechen nicht auch Erfüllung brauchen. Also die Verpackung, wir reden ja hier über Verkauf, Sie haben selber gesagt, Kaufentscheidungen werden untersucht, als eine Wahlentscheidung als Kaufentscheidung. Sie wollen Attraktivitätsmerkmale untersuchen, wann Politiker attraktiv sind. Das aber ersetzt doch nicht den politischen Ansatz. Das ersetzt doch nicht die Gestaltung des Gemeinwohls. Und wenn wir über das politische Gehirn reden, müssen wir doch erstmal darüber reden, statt über die Verpackung und über die Form. Ein Politiker braucht Antennen und muss seine Leute auch kennen. Und er muss ihnen auch das geben können, was die brauchen. Schönste Beispiel ist Herr Steinbrück, der es schwer hatte, erstmal der eigenen SPD das zu geben, was die eigenen Leute brauchen von ihm. Inwieweit da neurologische Hilfen und Scanvorgänge sinnvoll sind, weiß ich nicht. Aus meiner Perspektive sind es eben leider Psychologen, sind eher, die in der Beratung Einklang finden. Leider kommen die eher aus der Marketingabteilung der Firmen. Das heißt, die größten psychologischen Etats stellt die Wirtschaft zur Verfügung, um Produkte zu verkaufen. Da wird gescannt, um Werbefilme zu drehen, die auch ankommen, die Millionen unbewusst bewegen und begeistern. Und das kann man natürlich in der Politik auch finden. Wir haben das in der Schröder-Zeit gesehen, da gab es tolle Werbefilme, gab tolle Analysen, gute Kommentare dazu, die es so in dieser Form vorher nicht gab. Wir waren erstaunt über die Werbebotschaften von Frau Merkel auch, wie einfach es doch geht, wie wenig reicht. Ich versuche jetzt nochmal zu den Neurowissenschaften zurückzukommen, weil ich da einfach viel zu wenig weiß. Und was Katja am Anfang gesagt hat, dieses Beispiel aus den USA, wenn es diese zwei Typen von Menschen wirklich gibt, ja, merkt man das dann wirklich auch, dass die eher sicherheitsbewussten, sicherheitsgetriebenen dann eher auf die konservativen Politiker abfahren und die weltoffenen eher auf die Linken? Und die zweite Frage, die ich da anschließen möchte, auch eine These von Ralf Füchs. In so alternden Gesellschaften, wie wir sie haben, nimmt der Aspekt von Sicherheit immer mehr zu. Also die Innovationsbereitschaft lässt nach. Oder nicht nur die Innovationsbereitschaft, sondern sich auf Innovationen als was Positives anzuerkennen. Also wenn die Frage an mich geht, kann ich so sagen, das ist ein bisschen ein Vexierspiel, wenn Sie sich mal die Datenlage anschauen. Weil auf der einen Seite sehen Sie, dass die Genetik tatsächlich am politischen Verhalten in den Studien, in denen man das untersucht hat, doch einen großen Beitrag erklärt und auch vor allen Dingen also die Genetik und die Familiengeschichten. Also die Gene erklären eher so meine Fähigkeit, politische Kompetenz zu erwerben über die Intelligenz und die Familie erklärt eher so, welche Partei ich traditionell wähle. Im Ruhrgebiet haben wir schon immer links gewählt und so diese Frage. Schauen Sie sich das an auf der einen Seite, aber natürlich sind alle Persönlichkeitstypen trotzdem verteilt über diese verschiedenen Wählergruppen ja vorzufinden. Es ist ja nicht so, dass die SPD-Wähler sich alle komplett unterscheiden würden von den CDU-Wählern in Deutschland, sondern dass die einen alle, sag ich jetzt mal, Zwangscharaktere sind, die alles ganz ordentlich haben wollen und die anderen weltoffene Chaoten, das ist ja nicht so. Und ich denke, dass die Persönlichkeit deswegen sicherlich nicht alles daran erklären können wird. Also wenn Sie Details darüber wissen wollen, müssten Sie auf jeden Fall einen politischen Psychologen fragen. Der kann Ihnen dann stundenlang darüber referieren, welche Untersuchungen man über Persönlichkeit und politische Präferenz gemacht hat. Die Frage,
was natürlich auch immer mit dem Raum schwebt, wenn man sowas stellt, ist, habe ich das denn jetzt mehr verstanden, wenn ich weiß, dass diese Persönlichkeit im Gehirn sich abspielt? Eigentlich haben Sie dadurch gar nicht mehr verstanden. Wenn Sie einen Psychologen haben, der einen Persönlichkeitstest macht und dann korreliert er das mit Wählerverhalten, dann haben Sie eigentlich alles, was Sie brauchen. Sie brauchen dann nicht noch einen Hirnforscher, der sich das auch noch anguckt. Was wir uns jetzt angeschaut haben, ist nicht so sehr getrieben von der Frage, ob jetzt verschiedene Hirnstile das Wahlverhalten beeinflussen, sondern es ist eher die Frage, ob man die Attraktivität im Gehirn sehen kann. Es gibt tatsächlich zu einem gewissen Grad Hinweise darauf, schwache Hinweise darauf, dass sich im Gehirn etwas unterscheidet zwischen linken und rechten Wählern, zwischen konservativen und liberalen Wählern. Das sind wirklich ganz, ganz wenige Studien, die sich das angeschaut haben, dass die Liberalen eher ein Profil in einer bestimmten Hirnregion zeigen, das für sozusagen Auflösung von Konflikten, Ambiguitätstoleranz und so weiter steht. Das heißt, also damit könnte man vielleicht erklären, warum Menschen, die liberal sind, sich schneller anpassen können an wechselnde Gegebenheiten. Auf der anderen Seite, eine der Kernbefunde, die sich durch jetzt verschiedene neurowissenschaftliche Studien ziehen, ist, dass die Zentren des Gehirns, die man mit Furcht und Aggressivität assoziiert, dass die stärker anspringen bei und stärker ausgebildet sind bei Menschen, die eher konservativ wählen. So ganz grob zusammenfassend jetzt eine ganze Handvoll Studien. Ob einem das jetzt letztlich erklärt, warum die Menschen eine bestimmte Affiliation haben und ob es nicht dann vielleicht doch die Familie ist, die das besser erklärt oder die Genetik was erklärt, das kann man heute nicht sagen.